Jo, das ist wieder bei One Piece Unlimited World Red. Ja, ich habe den Namen richtig. Ja. Beim letzten Mal haben wir Alabaste, nein, nicht Alabaste, aber die Wüstenstadt fertig gemacht. Und ich habe mir jetzt mal endlich mal die ganze Kleidung besorgt, die man da per Codes noch bekommt. Also einfach nur den Code im Dingens eingeben und dann hat man's. So, wir haben hier einmal das Strong World Outfit und hier das... Ja. Ja, das Dingens Outfit. Das Opening Outfit, genau. Das ist die Nummer 5. Meine Güte, wie viel Kleidung können die damit haben? Ich glaube, ich gebe jedem mal einfach mal dieses Opening Outfit. Weil es sieht auch verdammt cool aus bei einigen. Nicht nur bei einigen, bei allen sieht das verdammt cool aus. So, nehmen wir das für dich. Dann Chopper. Das glaube ich einfach nur irgendwas Rosanes dann dafür an. Und eine dicke Krone, ja. So, und Frankie hat auch was ziemlich cooles, glaube ich. So, mit Sonnenbrille. Ja, das sieht auch sehr interessant aus. Nehmen wir das normale. So. So, dann wollen wir jetzt als nächstes... ich denke mal ein paar Quests machen. Ich denke mal, wir machen einfach immer... Missionen und dann wieder Quests und dann wieder Missionen und dann wieder, also Hauptmissionen und dann wieder Quests und so weiter. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Mein Garten war hinter mir. Das war direkt da oben drauf, stimmt ja. Ich wollte nämlich kurz gucken, ob beim Garten... Okay, ich dachte, da ist ja wieder ein goldener Ballon. Ob beim... Ah, da ist es doch. Ob beim Garten irgendwas gewachsen ist. Nein. Okay, das wächst also wirklich nur, wenn ich auch spiele. So, dann auf zur Taverne. Wir müssen ein paar neue Sachen machen. Ich habe eine Heilkapsel noch, okay. Na gut, ich passe aber auf, dass ich sie nicht brauche. Ja, Taverne war hier. Irgendwo hier, da. So, Quests. Ich habe jetzt auch mittlerweile den DLC-Quest. Da, heruntergeladene Quest. Kann ich kurz mal zeigen. Feuerfaust, aber die ist ein bisschen stark, von daher... Lassen wir die erst einmal. Und schauen mal hier. Fleisch in der Wüste. Machen wir so ein bisschen Kaktusfruchtfleisch. So, wir nehmen mal Lysop, Chopper und... besten von den beiden am schwächsten Zorro mit. Und dann schauen wir mal, was wir mit denen alles in der Wüste machen können. Probieren wir erstmal so ein bisschen Lysop und Chopper durch. Na gut, also... Okay, das ist doch Alabaster. So, suche Kaktusfruchtfleisch. So, du kannst Schützenmodus, da kannst du weiter im Schützenmodus, um eine Sternexplosion abzufeuern. Drücke in diesem Modus, um den Feuervogel, der mit längeren Weg immer stärker wird, um X den Modus zu verlassen. Ah! Und was ist denn nicht so machen? Also schießt er einfach geradeaus. Das ist quasi unser kleiner Sniper hier. Ja gut, das ist auch Lysop, das ist ein Sniper. So, dann haben wir ein Kaktusfruchtfleisch. Und dann, ja, schauen wir mal, was Lysop denn so drauf hat. So im Kampf gegen Gegner vor allem. Ja. Ja, das sieht schon mal ganz interessant aus. Aber er hat wirklich nur die beiden Attacken. Jo, das sah schon mal ganz nett aus. Ich kann ja mal währenddessen ein bisschen Geld einsammeln. Und das Vieh mal fangen. Vielleicht. Oh, das versuchen. Also ihr meintet eventuell, ich soll es erst wirklich am Rand machen. Weil wenn ich das so sehe... Also ich glaube, je schneller ich die mache... Ja, komm. Ich glaube, je schneller ich das mache, desto besser klappt es. Aber jetzt hat es sogar fast geklappt. Hätte ich das ganz normal gemacht, hätte es wahrscheinlich geklappt. Beim nächsten Mal versuche ich wieder ganz normal. So, sammeln wir erstmal ein bisschen weiter Fruchtfleisch, weil das ist eigentlich eine... Ah, da ist er schon wieder. Probieren wir es nochmal normal. So, wie ich es immer gemacht habe. Vielleicht klappt es ja diesmal besser. Ja, das war...
Na. Dann bin ich einmal wieder abgerutscht und dann... Oh, plus 30. Reicht das? Ja. Hätte ich hier und da nicht unbedingt was verkackt, dann hätte es gereicht. So, läuft die Echse jetzt hier wieder rum. Spawnt die gleich wieder neu. Ich möchte es gerne noch einmal probieren, weil anscheinend ist das nicht sehr schwer. Wenn ich nur die ganzen Sachen richtig drücke. So. Ja, das war wieder verkackt. Wie viel habe ich diesmal geschafft? Hätte ich jetzt die 30 bekommen, hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Ja, komm. Das kriege ich ja wohl hin. Machen wir nochmal ein bisschen weg. Ich will die Echse jetzt haben. Da. Gut, die spawnt innerhalb von ein paar Sekunden wieder neu. Ja, das war wieder verkackt. Ja. Wow. Ich sollte echt lernen, wo die ganzen Tasten sind auf diesem Gamepad. Das reicht auch wieder nicht. Ja. Immer so, dass es ganz knapp nicht reicht. So, jetzt warten wir mal hier. Bis sie neu spawnt. Da. Jetzt aber. Falscher Knopf. Wie viel habe ich diesmal geschafft? Ach komm schon! Immer wenn ich das ganz gut mache, kriege ich nur ganz wenig. Und wenn ich dann total verhaue, dann kriege ich da plus 30. Ja, ich will jetzt die Echse haben. Das machen wir jetzt so lange, bis ich die Echse bekomme. So, diesmal habe ich alles gedrückt. Wow. Seriously? Seriously? Ich sag doch, je besser ich spiele, desto weniger Comeback bekomme ich. Einfach so, dass es eben perfekt nicht reicht. Alles hätte gereicht. Nur die plus 5 nicht. Was bekomme ich? Die plus 5. Oh. Ich hab's gefangen. Ja, komm, gib mir keinen Bonus, wozu auch. Egal, ich habe meine Echse jetzt endlich. So, Schaukelechse. Meine Güte. Hat ja auch fast nicht lang gedauert, die zu fangen. So, das ist noch ein Holzblock. Aber wir brauchen noch weiterhin Kaktusfleisch. Das ist eine Kaktusblume. Da haben wir Kaktusfruchtfleisch. Ja gut, es ist nicht schwer in dieser Mission, das ganze Kaktusfruchtfleisch zu finden. Von daher. Ich glaube, ich habe jetzt schon 4. Beute. Ja, 4. Also eins noch hier. Hier letztes und so. Oder auch nicht, weil da nichts drin ist. Ja, es hat fast geklappt mit dem letzten und so. So, hier ist auch wieder der falsche Kaktus. Ach komm, ein Kaktus jetzt, ne? Huh, was hab ich denn da gerade gemacht? Moment. Oh, interessant. Ach ja, ich habe seine Sprungattacke noch gar nicht versucht. Oh. Was machen wir hier? Interessant. Ich finde, es ist gelaufen und dabei schießen auch sehr interessant von ihm. Ja gut, wir werden in dieser Mission erstmal jetzt nur Lysop ausprobieren. Verfolgen. Ah! Cool, ich wusste ja, dass er damit auch angreifen kann. So, bist du down? So.
So, bevor wir hier das Ding einsammeln, möchte ich nochmal schon eine Spezialattacke sehen. Hui! Ja, die sah schick aus. Ach, komm! Der letzte Kaktus, ne? Oh, zweimal Kaktusblume. Der letzte Kaktus, und der will jetzt einfach nicht kommen. Ah, da haben wir es doch. Saft... So ein wirklich saftiges Kaktusfruchtfleisch. Ich will doch nur normales Fruchtfleisch. Da. Danke. Hat ja schon fast nicht lang gedauert. Ja. Oh, ich habe Bonuserfahrung bekommen. Okay. 10 Punkte nur. So, das ist meine Beute. So, und die Belohnung. Was haben wir denn hier? Käfer fangen, TP minus, Angriff plus 28%. Klingt gar nicht mal so schlecht, aber ich werde Lust wahrscheinlich nicht mehr so häufig mitnehmen. Ich war jetzt nicht so begeistert. Nehmen wir das mal mit. Für Sanji. Haben wir zwar noch nicht, aber nehmen wir das mal schon mal mit. Ja, die Anime hat jetzt ein bisschen lange gedauert. Ups. Weil ich auch unbedingt da jetzt die Echse fangen wollte. So, eine Mission kann man noch sicher noch schaffen. Wüstenschatz. Ich muss nur Geld verdienen. Okay. So. Chopper kommt mit. Du kommst einfach nur mit, um mitzugelevelt zu werden. Und Zorro kommt nochmal mit, weil er gerade der Schwächste von den anderen dreien ist. So, mal gucken, was Chopper so alles machen kann. Wollen wir zumindest jeden Charakter mal ausprobieren und dann aussuchen, wer gut ist und wer nicht. So, Chopper kann leichte Gestalt, wenn es ein starker Angriff ist, so schnell läuft. Okay, halte R1 gedrückt und drücke, wenn nur mein Heilmittel dazu erzeugen. Okay, sie füllen TP und deiner Freunde auf und heilen Statuskrankheiten. Okay, das ist gut. Und Pointo. Wow, da habe ich gerade Schaden bekommen. Oh, ich hätte auch wieder verfolgen können. Das Verfolgen haben die anderen aber, glaube ich, nicht. Ah, okay. Bekommen wir... Ich habe das Gefühl, ich bekomme von jedem Gegner Geld hier. Wenn ich das gerade richtig sehe. Ich sehe gerade, was für Attacken der alles haben kann. Moment. Eins, zwei, drei. Okay. So, ein bisschen Geld haben wir schon mal gesammelt. Suchen wir weiter. Moment, das kann jetzt Zorro ja schneiden, ne? Moment. So. Das kannst du doch jetzt schneiden. Rostiger Schrott. Sehr gut. Gut, dass ich nochmal nach Alabasta gekommen bin. Wow. Ja, es hat schon fast getroffen. Das hat jetzt komischerweise nicht getroffen. Das war schon? So, und damit kann ich ja jetzt das Heilmittel herstellen, ne? Ja. Eine Teamattacke. Eine Teamattacke haben sie auch. Oh, Gegner. Geld. Ja. Ich muss natürlich also nur 15 Gegner besiegen, wenn ich das so richtig sehe. Ja, jetzt, jetzt kann ich aber nicht gucken, wie viel Geld ich schon gesammelt habe, ne? Nee, kann ich nicht. Na gut. Dann kloppen einfach so lange Gegner um, bis ich einfach mein Geld zusammen habe. So. Müssen wir eigentlich bald sogar zusammen haben, denke ich mal. So viel dürfte es jetzt auch nicht mehr sein. Na Moment, die kann ich kaputt machen. So, was kann ich noch machen? So, Moment.
Chopper hat sehr interessante Combo-Attacken, muss ich sagen. So, wir dürfen jetzt eigentlich doch durch sein mit dem Geld da. Nee, noch nicht ganz. Dann fehlt wahrscheinlich noch genau ein Gegner oder so. Holen wir mal die Heilung mal aus. Habe ich mich jetzt geheilt? Ah, jetzt habe ich mich geheilt. Und alle anderen auch direkt mit. So. Jetzt? Immer noch nicht. Ich muss nur 1500 sammeln, oder nicht? Questinfo. Ah, da kann ich sehen. 1300 habe ich erhalten, 1500 von 1500. Okay. Ich glaube, ich laufe gerade im Kreis, ne? Ich brauche nochmal die Karte. Nee, laufe ich nicht. Jetzt hier links, dann sind wir wieder an der Stelle. Weil da könnte ich auch nochmal irgendwas schneiden, wenn ich gerade das richtig im Kopf habe, oder? War das hier hinten nicht irgendwo? Ja. So. Hier, schneid mal. Bevor wir hier die Mission beenden, möchte ich da noch wenigstens das Zeug haben. Oh, da war nur Geld drin. Okay, passt. 40 Erfahrung. Oh, die sind sogar schon Level 2 erreicht. Ah. Für Chopper darf ich alle als Fähigkeit benutzt habe. Okay. Was habe ich bekommen? Geldbeute von Feinden rauf. Okay. Zielabwehr. Aha. Bewegungstempo hoch. Anzahl der Frauen. Start SP rauf. Mit meiner Liebe hüten. Nehmen wir mal das hier von Nami. Sehr interessante Fähigkeit, die so ein oder andere haben kann. Gut, dann würde ich sagen, wir haben wieder ein paar Missionen gemacht. Wir werden beim nächsten Mal wahrscheinlich weiter Missionen machen. Und schauen danach, wen wir noch alles finden können. Ich gucke gerade, was wir denn fürs nächste Mal denn so haben. Das können wir anscheinend noch nicht machen. Ah, das war das. Ach, das steht sogar, was ich da bekommen kann, oder? Belohnung 1800, 1500, 800, ah. Ah, da kann ich jetzt sehen. Moment mal. Doch, wir haben noch ein... Oh Gott. Oh Gott. Wir haben noch eine Mission. Aber... Ich glaube, dass da werden wir doch den ganzen nächsten Part für brauchen, um eine Level, eine Stufe 3 Mission zu schaffen. Na gut, aber ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.